Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge beim Autobahnpolizei-Simulator 3 mit Ping und Pong oder Ying und Yang oder Weidi und Harald, wie ich sie doch ganz gerne nenne. Und ja, die Folge, beziehungsweise die letzte Folge ist doch schon ziemlich lange her. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht gerade voller Lust gewesen, die Folgen weiterzumachen, nachdem es ja irgendwann dann öffentlich war, dass es halt noch einen ordentlichen Bug gibt. Denn wir konnten Rang Nummer 25 die Mission erst gar nicht machen. Rang 30 haben wir, glaube ich, bin ich der Meinung gemacht. 25 ging aber leider nicht. Das haben sie endlich jetzt vor ein, zwei Wochen ja gefixt und wir können endlich die Mission machen. Ich habe nämlich schon mal geguckt. Wir können nämlich, hier sehen wir es, dieses gelbe Sternchen, das ist nämlich die Mission Rang Nummer 25. Ich denke mal, die Spezialmission, zu der können wir nämlich jetzt hinspringen und das werden wir jetzt auch mal machen. Und deshalb, ja, fangen wir mal wieder an mit Autobahn-Polizeisimulator. Und zudem, es kamen noch viele andere Sachen dazu, also viele andere Spiele, die ich nebenbei jetzt noch gemacht habe, gerade jetzt CSW und Bausimulator. Und deshalb war dann, ja, Autobahn-Polizeisimulator für mich sowieso ein bisschen passé gewesen. Aber jetzt geht's erstmal wieder los und ich hoffe mal, dass jetzt endlich die Spezialmission funktioniert. Gut, da sind wir auch schon. Warte mal. Da ist er. Oh, ein Glück, sie ist vorhanden. Können wir sie jetzt... Oh ja, tick, tack. Ach gut, also das heißt, es wird, glaube ich, im Laufe der nächsten Tage und Wochen mal wieder eine Folge kommen. Über die Autobahn fährt ein Bus mit einer Bombe. Alle Passagiere sind in Lebensgefahr. An alle Einheiten. Wir müssen die Autobahn dicht machen und die Menschen evakuieren. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von uns. Nur haben wir nicht den richtigen Wagen dafür. Was brauchen wir denn? Aber der sieht mir für eine Evakuierung passend aus. Du willst doch nicht etwa... Doch, ich will. Nimm das Funkgerät mit. Können wir uns Ihren Wagen leihen? Menschenleben stehen auf dem Spiel. Oh, okay. Aber bitte machen Sie nichts kaputt. Natürlich nicht. Irgendwie schwant mir böse, um ehrlich zu sein. Aber sie kann gerne mit hinten einsteigen. Ich dachte, jetzt kommt ein Panzer oder so. 7 Minuten später. Ich bei der Arbeit. Oh, verdammt! Oh! Ich als Busfahrer. Ganz ruhig bleiben. Ich schaffe das. Oh. Der Bus darf nicht unter 80 km/h fahren, sonst detoniert die Bombe. Bloß keinen Druck. Zentrale, wir machen das. Warum kommt mir das Szenario irgendwie ein bisschen bekannt vor? Ich weiß nicht warum. Kennt jemand von euch Keanu Reeves? Sandra Bullock? Anthony Hopkins? War es Anthony Hopkins überhaupt gewesen? So aus, als evakuiert ich glaube schon. Jetzt diesen Bus. Das sieht nicht nur so aus. Seid ihr wahnsinnig? Ich beantworte das lieber nicht. Ja. Gefällt das nicht. Aber ihr habt wohl wirklich keine andere Wahl. Ist diese Drohung mit der Bombe tatsächlich echt? Ganz genau. Wenn es Schwierigkeiten gibt, haltet uns auf dem Laufenden. Wird gemacht. Und ihr haltet uns bitte die Straße frei. Weitere Einheiten sind bereits unterwegs. Ja, wenn die Bombe hochgeht, geht die Bombe hoch. So, evakuiere 8 Passagiere. Jetzt fahren wir nah genug an den Bus, damit du die Leute zu uns rüberholen kannst. Also gut. So, okay, Bus evakuieren. Du musst dich in die markierte Zone halten, damit die Passagiere übersetzen können. Also, ja. Oh. Wir sind fast daneben. Warte. Kapzi-Buschi. Die Frau kann noch ein bisschen langsamer fahren. Unter 80 ist ja nicht schlimm. Direkt neben die Tür. Dann können wir die Leute evakuieren. Nur ein kleiner Sprung. Sie können das. Kommen Sie, Miss. Ja. Wow. Sehr gut. So, das machen wir jetzt doch 7 Mal. Okay. Erzieh. Langsam ran. Mein Partner hält diese Position. Springen Sie! Ob der noch springen kann? Ich weiß ja nicht. Wow.
Zibushi! Ah, verliert immer an Geschwindigkeit. So. Achtung. Ja. Das ist wieder perfekt. Nehmen Sie meine Hand und dann springen Sie. Oh, Alter, wie fit können Rentner sein? Wahrscheinlich schon die Hüfte ausgekugelt, aber egal. Jetzt halt auf den Standstreifen an. Die Leute müssen raus, damit wir uns die nächsten holen können. Okay. So Leute, schnell aussteigen. Urlaub ist vorbei. Was braucht... Wagen 1. Wir haben die Autobahn für euch gesperrt. Allerdings gibt es... Wir holen sie später ab. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht mehr. Und was wäre das? Am Weißauer Kreuz befindet sich eine Baustelle. Der Bus kann da nicht durch. Von der Autobahn abfahren kann er aber auch nicht. Alles klar, wir beeilen uns. Also lass mich raten, da ist eine unfertige Brücke. Also wer dieses Drehbuch geschrieben hat, der ist ein wahrer Meisterdieb. Ja. Aber die Mission ist cool. Nur ein kleiner Sprung, Sie können das. Aber da ist aber noch die Busfahrerin. Ach, Iggy. Nehmen Sie meine Hand und dann springen Sie. So, langsam wieder herankommen. Jetzt Gas runternehmen. Mein Partner Nummer 6. Position, springen Sie. Stell dir mal vor, ich fahre jetzt einfach nach rechts. Mein Partner hält die Position. Oh, hoppala. Musste die Spur wechseln. Jetzt halt auf den Standstreifen an. Die Leute müssen raus, damit wir uns die nächsten holen können. So, so schön, jetzt wartet ihr erstmal. Oh, ein bisschen Smalltalk halten. Heute Abend kommt doch Tatort. Gucken Sie auch gerne Tatort. Gut, das brauchen wir. Obwohl, naja. Ich glaube, anscheinend holen wir die letzten zwei jetzt nicht so raus wie gerade eben. Es wird jetzt ein bisschen spezieller. Gott, das ist aber auch schon Action geladen hier, ey. Hier sind einige Baustellen, fahr vorsichtig. Warum habe ich immer so ein komisches Kopfkino, dass jetzt einfach so mitten in der Spur so ein Poller kommt und der voll dagegen springt? Oh, jetzt wird es hier ein bisschen enger. So, jetzt ist Überholen ansetzen. Mein Partner hält diese Position. Springen Sie! In meine Arme! Evakuier den Busfahrer. Ey, gut, die fährt jetzt weiter. Ich krieg die schon irgendwie hin. Wer hat sie einen Ziegelstein irgendwie als Autopiloten? Direkt neben die Tür! Dann können wir die Leute evakuieren! Wow! Ui! Was zum... Es sollte doch alles abgesperrt sein. Wofür seid ihr denn da oben? Sorry, der muss uns entgangen sein. Oh, yeah. Jetzt ist alles frei. Dann jetzt oder nie. Wie holen wir jetzt die Busfahrerin da raus? Kommen Sie!
Ah. Ich hab sie. Brems ab. Na, das will ich mir aber jetzt angucken. Da geh ich so nah wie möglich ran. Wow, Special Effects à la James Cameron. Verdammt, das war knapp. Seid ihr okay? Wir haben alles die ganze Zeit über Funk mitverfolgt. Uns geht's gut, wir hatten alles voll im Griff. Hatten wir? Kam mir aber nicht die ganze Zeit zuvor. Trotzdem haben wir es geschafft. Niemand wurde verletzt, nur der Bus ist Schrott. Zum Glück für euch. Hättet ihr den geliehenen Wagen beschädigt, hätte euch eine Menge Papierkram erwartet. Ein paar kleinere Macken hat er wahrscheinlich trotzdem. Das tut mir aufrichtig leid und meine Dienststelle kümmert sich natürlich darum. Wie kommt sie jetzt dahin? Niemand bei dieser ganzen Sache ernsthaft verletzt worden ist. Wir haben hier jedenfalls euren eigenen Wagen für euch. Danke, dafür habt ihr was gut bei uns. Kein Problem. Und jetzt gönnt euch mal ein wenig Ruhe. Wir kümmern uns hier um den Rest. Ja, gut. Steig in dein Auto. Wollt ihr mitkommen? Ihr Auto steht ja hier. Schöne Familienkutsche. So, wo ist unser Auto? Da. Komm, Iggy. Wir steigen ein. Hüppala. Die Bombendrohung war wohl doch echt. Warte kurz. Die Leitstelle meldet sich. Leitstelle an Wagen 1. Wie ist die Lage? Alle Fahrgäste wurden evakuiert. Danach ist der Bus explodiert. Es brennt. Was habt ihr? Ein Verdächtiger wurde gefasst. Er soll Lösegeld gefordert haben. Gute Arbeit bei euch. Die Feuerwehr macht den Rest. Verstanden. Wofür er wohl das Geld gebraucht hat? Jetzt hat er jedenfalls ein paar Probleme mehr. Das kannst du laut sagen. Connor! Hey! Gut, Feuerwehr macht... Oh, shit. Sorry. Vorsicht. Gut, auf Wiedersehen. Oh, haben wir geschafft. 3000 Erfahrungspunkte. Ach, herrlich. Ja, Freunde, guten Laune, das war's auch schon gewesen. Das war eine kurze, knackige Special Edition Sonder vollgepackte Mission. Aber es war immerhin die Mission gewesen, die uns schon gefehlt hat. Und ich wollte es auch nicht weiterspielen, denn es war ja auch noch zu dem Zeitpunkt gewesen, dass auch Mission 45 hätte ausfallen können. Und ihr wusstet ja, dass ich ja sowieso fast ja jede zweite Folge gerne eine bisschen Spezialmission gemacht hätte. Und dann wären es wahrscheinlich nur noch 5-6 Missionen gewesen oder Folgen bis zum Endspurt. Deshalb wollte ich es einfach auslassen. Aber, oh. Das war's erstmal gewesen, Freunde. Guten Laune. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Wo ist die Sirene? Ach, da. Ah. Ja gut, wir haben jetzt alles Mögliche an. Egal. Oh, ja, den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch hoch. Nein. Ach, ja. Vielleicht hat er ja was Besonderes für uns. So, rotmarkiertes Auto. Wir hatten gerade rotmarkierten Bus. Der hat eine Bombe drin gehabt. Da bin ich mal gespannt, was du hast. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. So, Ulrich. Frei. Oh, das passt schon mal. Leicht rote Augen hat er. Sieht alles in Ordnung aus. So, Fahrzeug untersuchen. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. So, Kofferraum ist ja, finde ich persönlich immer am spannendsten. Naja, alles gut. Gut, was haben wir denn hier? Also, wir haben... Ja, das ist natürlich jetzt nicht...
So spannend, aber warte mal ab. Warte mal ab. Der Teddy sieht knuffig aus, aber was hat er in sich drin? Da! Oh. Whisky. Gut. Freunde, ihr könnt jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, was hat denn der gute Herr für Intus? Vielen Dank für Ihre Geduld. Alkohol. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Da komme ich doch sowieso nicht drum rum, oder? Nein! Jetzt bin ich mal gespannt, was der hat. Also wer sein Alkohol schon so versteckt. Sie haben wohl ein Glas zu viel getrunken. So, das heißt, Kontrolle beenden und einmal mich weiterfahren, sondern verhaften. Sie sind knapp über dem erlaubten Wert. Das werde ich mir notieren. Wenn's denn sein muss. So. Und so geht's in den Feierabend, Freunde guten Laune. Wir haben 8 Menschen gerettet. Ein Bus ist explodiert. Aber wir haben auch einen Alkoholsünder geschnappt. In diesem Sinne noch einmal von unserer Seite aus. Iggy und Waldi melden sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Achso, falls... Was ist süß gewesen? Falls ihr euch gerade fragt, hey, jetzt sieht ja ein bisschen was anders aus. Ich glaube auch, die Grafik wurde ordentlich überarbeitet, aber also, sieht ganz nett aus. Bis dahin, wie gesagt, auf Wiedersehen. Ich glaube, zum dritten Mal schon. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bleibt gesund. Und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.